Au! Ey! Der blöde Penner hat mich gehauen. Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Wir sind in Monterrey, Johnny, und hier ist die alte Villa der Auditores und unser Onkel Mario lebt hier. Wir haben geplant, nach Spanien abzuhauen, aber vielleicht bleiben wir ja doch noch hier und kümmern uns erstmal um Dinge. Jedenfalls möchte unser Onkel mit uns sprechen. Mal Onkel. Schauen, was er zu sagen hat. Wo ist er denn? Ist nicht mehr da. Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Okay, Übung macht den Meister, ist abgeschlossen. Die sind also jetzt schon abgehauen, um den Vieri zu töten. Und wir sind nicht dabei. Ich möchte aber auch dabei sein. Achso, wir sollen zu den Stellen. Moment, ist das draußen? Oder wo muss ich hin? Hä? Bei den Stellen findet ihr... Vielleicht muss ich auch nach oben. Mal eben schauen. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Naja, die hat ja einige verloren, ne? Insofern, gesammelte Federn in der Truhe in Marias Gemach deponieren. Also jetzt können wir statt für Petruccio, können wir jetzt für sie hier die Federn sammeln. 2 von 100 haben wir sozusagen jetzt abgegeben. Na gut, können wir auch machen. Damit die irgendwann wieder redet. Aber ich meine, die muss natürlich auch erstmal den Schock überwinden, ja? Verliert ihren Mann, ihre Söhne. Natürlich steht die unter Schock. Hier können wir auch lernen, wenn wir wollen. Können wir unsere Fähigkeiten im Kampf verbessern. Aber wir wollen jetzt erstmal zu den Stellen und dahinterher Vieri töten. Frage ist nur, wo komme ich aus der Stadt? Hier komme ich aus der Stadt. So, und da sind die Ställe sind dann links, ne? Neben einem Pferd. Da ist ein Pferd. Hey! So, dann reiten wir mal los. Etwas schneller unterwegs jetzt, auch mal ganz schön. Abrichtung, Ausführungszeichen, Abrichtung. Ich weiß nicht, wie der Ort hieß. In die Toskana, San Gimignano. Wirklich in die Toskana reisen? Ja, möchte ich. So. Ist wieder was ganz anderes hier, wo wir jetzt sind, ne? Mal schauen, wo wir hin müssen. Hier müssen wir hin. Sind wir schon richtig? Oh, da ist eine Kiste. Einen Moment. Ja, Pferdchen, alles gut. Ich glaube, du kannst mal ein bisschen hier stehen bleiben. Und ich gehe erstmal ins Haus. Ah, das Pferd kommt eh mit. Ah, hallo. Na, Mario. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht. Also werden wir dort zuschlagen. Wie man in den Wald ruft, ja, so kommt es hinaus. Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri di Pazzi helfen. Das werden wir tun. Schade, ich darf nicht aufs Pferd aufsteigen. Dann laufen wir zu Fuß mit.
bei Nacht und Nebel, der Mond scheint. Ne, der Mond scheint nicht, der Mond wird angescheint. Ist falsch, wenn man sagt, der Mond scheint. Der leuchtet nämlich nicht. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Ready when you are. So, drücke das Waffenrad auf sein Wurfdolche auswählen. Hier sollen wir lang. San Gimignano. Irgendwie treffe ich nicht. Jetzt, ich muss sie anvisieren. Jetzt habe ich natürlich zwei umsonst geschmissen. Aber ich sollte die auf den Dächern ab... ausschalten. Ausgeschaltet. Und, kommt ihr rein? Achso, ich muss das Tor natürlich aufmachen, klar. Ausgeschaltet. Ja, die Wurfmesser sind super. So, ihr könnt rein. Aber vorher helfe ich euch. Auch erstmal noch mit Wurfdolchen, weil es so Spaß macht. Ja, ich verprügel die mit meinen Fäusten. Ich brauche keine Waffen dafür. Bin zu cool, um eine Waffe zu nutzen. Ah, schön das Genick brechen. Eccolo, Tempo, Party! Moment, wir holen uns eben den Dolch. Beziehungsweise, ich hab Bock auf den richtigen Dolch. Das war das Schwert, ja, ist egal. So, ich glaube, wir haben jetzt auch alle, die prügeln sich da noch zu zehnt mit einem. Ich glaube, wir haben alle. Das ist noch eine Kiste. Darf ich mir die noch nehmen, bevor ihr euch gegenseitig verprügelt? Ah, 235. Super. So, ich habe euch das Tor schon aufgemacht. Habe euch auch sonst geholfen. Ihr kriegt das ja allein nicht hin. Hier lang, Männer. Wo ist Vieri? Hä? Wo ist er? Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Lipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Die Wachen töten. Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn. Okay, machen wir. Wie sonst soll man die Patrouille? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Ja, ich kann denen den Befehl geben, dass sie hinterherkommen sollen. Moment, kann ich keinen Flugattentat machen? Wahrscheinlich kann ich das noch gar nicht, oder? Nee, darf ich nicht. Egal, wir schalten alle aus. Keiner hat eine Chance, sich zu wehren so schnell. Vor allem erst hat er gesagt, er möchte, dass wir die Wachen ablenken und dann dieses töte sie alle. Ablenken und töten ist schon noch ein Unterschied, aber okay, wir machen alle tot. Zack, zack, zack. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Au, ey! Der blöde Penner hat mich gehauen. So, wir haben alle. Haben die irgendwas Cooles dabei? Nee, ne? 4 Florin, da brauche ich... Dafür mache ich mir eigentlich nicht die Mühe, da zu plündern. Oh, warte mal, da ist ein Zettel. Den können wir eigentlich kurz abreißen, wenn wir schon mal hier sind. Dann haben wir nämlich direkt die Fahndungsschiffe, die wir uns gerade geangelt haben, wieder los. Wo hängt der? Ja gut, da lohnt sich der Zettel auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall jeder sehen, dass da ein Fahndungszettel hängt. Und eine Kiste ist auch noch hier. Die lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. So.
Jetzt haben wir nämlich fast 6000 Florin. Weiter hinter Mario hinterher, würde ich sagen. Wo ist er denn hingelaufen, hör mal? Da sitzt er. Oh! Er scheint verletzt. Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Nee, das ist er nicht. Das ist nicht der Onkel. Geh zu ihm! Aber der Onkel wird auch angegriffen. Natürlich werden wir ihm helfen. Moment, ich nehme meinen Dolch. Mit dem Dolch kämpft es sich nämlich richtig schön. Ich fand den Dolch immer schon cool vom Style her. Neuer Status gesucht. Okay, wir müssen uns absetzen. Wir sollen Vieri töten. Wartet mal eben, ich will eben kurz die Amtsperson töten. Was war er nicht mal? Na egal. Dann läuft er halt weg. So, also wir gehen Vieri töten. Vieri di Pazzi, nachdem wir die Truhe geplündert haben. So viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Sterben wird er trotzdem. Wo ist er denn, der gute Vieri? Wo ist er denn? Ey, ich komme aber auch an so vielen Truhen vorbei. Ich komme ja gar nicht dazu, irgendwo hinzulaufen, weil ich ständig irgendwas plündern muss. Und schon wieder eine. Ich laufe aber wirklich nicht gezielt zu den Truhen hin. Aber überall sind halt welche. Und es wäre dumm, die dann stehen zu lassen. So, jetzt sind wir fast da. Da ist noch so eine Amtsperson, die könnten wir töten. Das würde nämlich 75% geben. Ich glaube, das machen wir eben mal. So, 75% weniger. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann machen wir eben noch den Zettel, dann haben wir nämlich wieder 0%. Ich sehe da hinten der Zettel. Zack, so, jetzt sind wir wieder nicht mehr gesucht. Und jetzt können wir einfach nach oben und dann Vieri töten, hoffe ich mal. Diese Gegend fällt immer mehr dem Verbrechen anheim. Man muss besser auf sich aufpassen. Animali. Trotz der schönen Worte, nicht besser als die Tiere in der Wildnis. Wie seid ihr... Na toll, und wieder runter. Ich wollte eigentlich nach oben. Naja, jetzt sind wir ja da. Da ist er doch. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo? Eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Attentat auf Vieri di Pazzi. Das werden wir tun. Und zwar wie gerne, mein Lieber. Nehmt eure Hände da.
So, der ist tot. Der ist tot. Und jetzt, los, Attentat. Darf ich eigentlich, ich weiß es immer noch nicht, darf ich einen Sprungattentat schon machen oder noch nicht? Dein Tod wird schnell kommen. Ach, da ist er doch. Also kein Attentat, dann töte ich ihn halt einfach. Einen haben wir. Zwei haben wir und jetzt nur noch ihn. Na komm her. Ich nehme dich mit in die Hölle, du Hund. Na gut, der ist stark. Wahrscheinlich kann ich den im Kampf gar nicht bekämpfen, sondern nur mit einem richtigen Attentat. Nee, jetzt habe ich... Ah, okay, ich muss ihn nur kontern. So, jetzt muss ich mal ihm einen Heiltrank einschmeißen. Zack, Konter. Zack, Konter. Zwei hat er weg. Ja, das ist ein Schwieriger, der kann das. Der Vieri. Drei Leben. Ah, jetzt haben wir ihn gleich. Der schwächelt. Hahaha. Was planst du mit deinem Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Vieri ist tot. Wir sind 2400 Florin reicher. Und wie man in den Wald ruft, ist synchronisiert. Wir haben einen Messergürtel erhalten. Eine Codex-Seite. Ein Brief an Francesco de Pazzi. Die Fähigkeit Messerwurf haben wir erlernt. Und für uns geht es zurück. Und damit sind wir zurück in Monteriggioni. Und dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Mal in der Villa weiter. Aber wir gehen mal noch eben nach oben. 9000 Florin haben wir jetzt schon. Na gut, hier stehen sie. Dann gehen wir noch eben zu denen. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Eine Planänderung. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Codex-Seiten finden. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Auch den sollte man schon kennen. Er ist für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst.
Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. So, also wir haben einen Brief bekommen, den können wir lesen. Wir sind jetzt hier wieder in der Villa. Und nachdem wir den Signor Vieri getötet haben, ja, ich hier erstmal zu. Ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. So, den Brief haben wir gelesen, das sollten wir tun. Ja, gut. Vieri ist jedenfalls tot und Ezio hat jetzt Gefallen daran gefunden, wird doch nicht nach Spanien abhauen, sondern sich als nächstes vom Francesco, oh Gott, diese ganzen Namen hier, den Vater von Vieri kümmern. Und wir haben auch schon herausgefunden, ja, der gute Borgia, wie heißt der, Rodrigo oder so? Die Borgias sollte man auch kennen. Da gibt es zum einen eine Fernsehserie drüber und zum anderen waren das einfach auch reale Personen, sehr wichtige Personen. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Assassin's Creed 2. Bis dahin euch einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.